Okay, also hier ist eine Aufgabe aus meiner Vorlesung Inside Math für Grundschullehramtsstudierende und aus dem Bereich Zahldarstellungen, Stellenwertsysteme und so weiter. Und da habe ich ein paar Aufgaben erstellt zum Thema Bits und Bytes. Denn Bits und Bytes sind thematisch sehr eng zusammenhängend mit ja, dem Thema Stellenwertsysteme, das schauen wir uns jetzt gleich auch noch näher an. Und hier ist eine erste Aufgabe, Just a Little Bit. Und die lese ich mal ganz kurz vor, dann sehen wir, worum es geht. In der Informatik bezeichnet man eine Informationseinheit, die zwei Zustände einnehmen kann, also 0 und 1, beziehungsweise kein Strom und Strom als Bit. Bit, das ist die kleinste Informationseinheit, die es so geben kann, ne? Also etwas, das zwei Zustände einnehmen kann. Na, wenn ich was habe, was zwei Zustände einnehmen kann, dann kann dieses Ding informativ für mich sein. Ja, es kann nämlich entweder so sein oder so sein. Wenn irgendwas nur einen Zustand haben kann, dann kann ich da keine Information rausziehen. Ne? Das ist immer so und so. Das heißt, wenn ich da drauf schaue, auf etwas, was zwei Zustände einnehmen kann, dann kann es mal sein und mal so sein. Also beispielsweise eine Glühbirne, ne, die kann eingeschaltet oder ausgeschaltet sein. Strom an, Strom aus. Und ein Bit ist die kleinste Informationseinheit und spielt natürlich in der Informatik eine große Rolle. Das schauen wir uns gleich noch näher ein. Und ich will erstmal die Aufgabe fertig vorlesen. Wir bewegen uns somit im Binärsystem. Okay. Im Binärsystem, weil im Binärsystem gibt es auch nur zwei verschiedene Ziffern. Hallo Kuro Hakai, schön, dass du da bist. Nämlich 0 und 1, ne? Das sind die beiden Ziffern im Binärsystem. Jede Stelle kann nur zwei Zustände einnehmen, nämlich 0 und 1. Und ja, insofern handelt es sich beim Binärsystem letzten Endes, ist jede Stelle ein Bit, könnte man sagen. So, die Aufgabe lautet, wie viele verschiedene Zahlen kann man mit 4 Bit oder 8 Bit oder 16 Bit und so weiter darstellen? Was ist die jeweils größte darstellbare Zahl? Und wenn die Zahlen sehr groß werden, dürft ihr auch die Potenzschreibweise verwenden. So, das ist ein kleiner Hinweis. Hallo with Dirty Paws, schön, dass du da bist. Okay. Interessanterweise ist mein Chatverlauf im Stream verschwunden. Okay, das stört uns jetzt erstmal nicht. Müssen wir gucken, woran das liegt. Gut, also, wir haben schon gesagt. Ja, genau. Olaf der Zerstörer. Hi, Olaf der Zerstörer. Das war eine Aufgabe aus der Vorlesung Inside Math. Genau, richtig. Das war so eine Aufgabe. Und ich löse sie jetzt, weil es kam der Wunsch auf aus der Vorlesung: Hey, kannst du die Aufgabe nicht mal lösen? Und oder nicht mehr bearbeiten. Und ja, genau, deswegen mache ich jetzt ein Video für meine Studis. Korallenmeer hat auch schon die ersten Ideen. Hallo, heiliger Bimbam, schön, dass du da bist. Genau, nähern wir uns jetzt einfach mal so schrittweise der Lösung. Also, ein Bit, ja, das ist, wenn wir jetzt im Binärsystem uns das mal anschauen, eine Stelle, die entweder 0 sein kann oder 1. Das heißt, Strom an oder Strom aus. Wenn ich also im Computer so eine Stromleitung habe, hier so eine Stromleitung, so, na, ich mache es vielleicht mal ein bisschen weiter rechts. Also, ich habe hier eine Stromleitung, dann kann da Strom fließen oder kein Strom. Okay, und für keinen Strom nehmen wir jetzt mal, schreiben wir mal 0. Für keinen Strom schreiben wir 0 und für Strom schreiben wir 1. Also, auf dieser einen Leitung kann entweder Strom fließen oder kein Strom fließen. Auf der Leitung kann Strom sein oder kein Strom sein. Zwei verschiedene Zustände, 0 oder 1. Das heißt, wenn ich nur eine Stromleitung hätte im Computer, eine Datenleitung oder sowas, ne, dann könnte ich da zwei verschiedene Informationen drüber schicken. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Computer braucht natürlich ein bisschen mehr, um gescheit arbeiten zu können. Und insofern machen wir nochmal eine zweite serieller Bus. Sehr schön, genau, ja. Machen wir nochmal eine zweite Leitung dazu. So, zweite Leitung. Aber warte mal, es geht doch aber auch schöner hier.
So, zweite Leitung dazu. Okay. Und da kann auch wieder 0 oder 1 als Information drauf fließen, ne? Beide Möglichkeiten gibt es. Jetzt die Frage, wie viele Möglichkeiten gibt es denn jetzt auf diesen beiden Leitungen? Wie viele verschiedene Informationen kann ich kodieren? Ja, schauen wir uns das mal an. Also auf der Leitung ganz rechts nennen wir mal die Leitung. Da geben wir da keinen Namen, sondern mache ich das am besten mal überlegen. Schreiben wir das mal hier hin. Also, von rechts gesehen kann die erste Leitung mache ich das mal da weg. So, da habe ich ein bisschen mehr Platz. Okay. Die erste Leitung kann zwei Zustände haben, nämlich 0 oder 1. Ne? So. Die zweite Leitung kann jeweils auch wieder zwei Zustände haben, 0 oder 1. So, wie viele Möglichkeiten gibt es also? Es gibt vier Möglichkeiten, vier Kombinationsmöglichkeiten bei zwei Datenleitungen. Ja? Also es gibt die 0,0 hier oben, 0,0. Dann gibt es die 1,0, also 1 auf der linken Leitung, 0 auf der rechten Leitung. Dann gibt es 0,1 und 1,1. Also mit zwei Leitungen habe ich schon vier Möglichkeiten: 0,0, 1,0, 0,1 oder 1,1. Und wer das Binärsystem kennt, der weiß, aha, klar, 0,0 ist die Zahl 0. Ja, also wenn ich hier ist die Stelle 2 hoch 0 und das ist der Stellenwert 2 hoch 1. Ich habe also im Binärsystem 0 mal 2 hoch 1 plus 0 mal 2 hoch 0, also 0 Zweier plus 0 Einer ergibt 0. Die zweite Zahl 1, 0, das ist die Zahl 2 im Binärsystem dargestellt. 0, 1 ist die Zahl 1 und 1, 1 ist die Zahl 3. Ne? 1, 1, 2 hoch 1 plus 2 hoch 0 ist 3. Okay. Jetzt nehmen wir eine dritte Zahl dazu. Eine dritte Datenleitung, die auch ihrerseits wieder 0 oder 1 sein kann. So, wie viele Möglichkeiten gibt es jetzt? Wie viele verschiedene Werte kann ich jetzt kodieren? Ja, man kann sich jetzt natürlich leicht vorstellen, dass jetzt hier im Baum links einfach noch ein weiterer Teilbaum jeweils dazukommt, ne? Also, wenn auf der ersten Datenleitung 0 ist und auf der zweiten Datenleitung 0, dann kann auf der dritten Datenleitung entweder 0 oder 1 sein. Oder hier auch wieder 0 oder 1, 0 oder 1 oder 0 oder 1. So, wenn man mal durchzählt, das sind jetzt 8 Möglichkeiten. Das ist klar, ich habe natürlich die Möglichkeiten, die ich vorher hatte. Diese Anzahl, das waren 4. Einfach verdoppelt. Ne? Ich habe zu jeder Möglichkeit, die ich vorher hatte, einfach jeweils 0 oder 1 dazugenommen. Das heißt, insgesamt verdoppelt. Habe also mit 3 Bit 8 verschiedene Möglichkeiten. Schauen wir uns das nochmal genauer an. Also mit 1 Bit habe ich 0 oder 1. Mit 2 Bit habe ich jeweils auch wieder die erste Variante. Ne, auf der ersten Datenleitung 0 kann mit 0 oder 1 kombiniert werden. Und die, oder vielleicht machen wir es mal, na gut, dann machen die andere Variante ist diese hier dann. So, also mit 1 auf der ersten Datenleitung und dann 0 oder 1 auf der zweiten.
Und jetzt kann ich das wieder nehmen und nochmal das gleiche machen mit einer 0 vorne dran oder das gleiche machen mit einer 1 vorne dran. So. Also verdoppelt sich jeweils, wenn ich ein Bit hinzunehme, wenn ich eine Stelle mit hinzunehme. Okay, das heißt, mit einem Bit oder mit 3 Bit habe ich 8 Zustände. Das heißt, zwei mal zwei Zustände. 8 Zustände. 2 mal 2 mal 2. Also mit 3 Bit habe ich 2 hoch 3 verschiedene Zahlen. Das hat Korallenmeer vorhin auch schon kommentiert, ne? 2 hoch n, das heißt mit 4 Bit beispielsweise, bei 4 Datenleitungen, habe ich ja wieder alle Möglichkeiten, die ich hatte bei 3 Bit und jeweils entweder mit einer 0 oder mit einer 1 kombiniert, also 2 hoch 4 Möglichkeiten. Dann sind wir schon bei 16 Möglichkeiten. Ihr merkt, es geht relativ schnell. Dann schauen wir uns nochmal die Aufgabe an. Also, wie viele verschiedene Zahlen kann man mit 4-Bit, 8-Bit, 16-Bit, 32-Bit und 64-Bit darstellen, wenn die Zahlen nur aus Nullern oder Einsern bestehen können? Ne? Und ja, das ist relativ klar. Also 8-Bit, 16-Bit, 32-Bit oder 64-Bit, also mit 8-Bit. Kann ich 2 hoch 8 verschiedene Zahlen darstellen. 2 hoch 8, was ist das? Weiß es jemand von euch? Ah ja, MC Max. Das ist etwas, das ich regelmäßig zum Unterrichtsbeginn mit meinen Schülerinnen und Schülern wiederhole, weil es ihnen leider schwerfällt, sich das zu merken. Auch das Umrechnen von binären Dezimal. Ja, genau. Also, das ist natürlich gut, gute Vorstellungen zu haben. Ja, und insofern habe ich versucht, das mit dem Baum darzustellen und mit den Datenleitungen und so weiter, dass man sich das immer wieder auch selbst herleiten kann. Und Korallenmeer hat die Lösung, 256, genau, 2 hoch 8 sind 256 verschiedene Zahlen. Ja, 2 hoch 56, 2 hoch 8, ne, 2 hoch 0 ist, wir können ja mal gemeinsam durchrechnen, ob wir bei 256 rauskommen, 2 hoch 0 ist 1, mal 2 ist, das ist 2 hoch 1 ist 2. 2 hoch 1 ist 2. Also 2 mal 2 ist 4, 8, 16, 32, setzen wir bei 2 hoch 5 gleich 32, 64, 128, 256. Ah ja, okay, stimmt, 2 hoch 8 sind 256. Okay. So, welche Zahlen kann ich jetzt darstellen mit 8-Bit? Ne? 256 verschiedene Zahlen, welche sind das denn? Also natürlich die kleinste mögliche Zahl binär ist die 0000000000. Ne? Lauter Nuller. 01er, 02er, 04er, 08er, 0 und so weiter. Ah, ich mache es mal ein bisschen auseinander, ich brauche ein bisschen mehr Platz. Ja, im Binärsystem 8 Stellen, 8 Nuller. Die Bedeutung der jeweiligen Stellen ist ja folgende. Hier vorne sind die 1er, ne, 2 hoch 0, ich schreibe nochmal 2 hoch 0 drüber, die 1er, das sind die 2er, das ist 2 hoch 1, die 4er, 2 hoch 2, die
Achter, 2 hoch 3, die 16er, 2 hoch 4, die 32er, 2 hoch 5, 64er, 2 hoch 6 und 128er, 2 hoch 7. Okay. Vielleicht da nochmal eine Vorstellung. Ich merke mir das ganz gerne in Eierkartons. Ne? Also normalerweise haben Eierkartons ja 8 Eier oder 10 Eier oder 12 Eier oder so. Oder 6 Eier manchmal. Ne? Hier haben wir Eierkartons, da passen immer nur 2 Eier rein. Das heißt, wenn ich zum Beispiel folgende Binärzahl habe mit 8 Bit, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, so, dann würde das bedeuten, nehmen wir vielleicht mal die Zahl, diese hier, dann würde das bedeuten, ich habe ein einzelnes Ei, das ist ein einzelnes Ei, ich habe einen Zweierkarton mit 2 Eiern, ich habe einen Viererkarton, der aus 2 Zweierkartons besteht, ja, also insgesamt 4 Eier, ein Karton mit 8 Eiern und einen mit 16 Eiern. So, jetzt habe ich also 16 Eier plus 4 Eier sind 20 Eier, plus 2 Eier sind 22, 23 Eier. Das ist also die Zahl 23 im Binärsystem dargestellt. Ja, die Zahl 23 im Binärsystem wird so dargestellt. Andersrum gesagt, ich habe 23 Eier. Wie verpacke ich die auf Kartons, wenn ich jeweils immer nur entweder einen oder keinen 2er, 4er, 16er, 8er und 32er Karton so haben kann, ne? Dann habe ich natürlich einen 16er Karton, da kann ich schon mal 16 Eier reinpacken. Ne? 32er Karton geht nicht voll, 16er Karton, da geht einiges rein. Dann bleiben noch 7 Eier übrig, dann kann ich noch einen 4er Karton rein voll machen, ne? Dann bleiben noch 3 Eier übrig, dann kann ich einen 2er Karton voll machen und ein einzelnes Ei bleibt übrig. Ah, da kommt noch eine Off-Topic-Frage hier rein von Weiti. Danke für die Frage. Etwas Off-Topic, aber eine Frage zum Flipped Classroom. Wie genau sieht die Besprechung der Vorlesung aus? Funktioniert das bei Ihnen gut? Bei unserem Professor in der Vorlesung hat es leider nicht so funktioniert. Ja, das ist mal so, würde ich sagen natürlich. Ne? Ich versuche in der Vorlesung, also vielleicht für alle, die jetzt nicht genau wissen, wie ich meine Vorlesung mache, die Studierenden schauen sich Videos und Aufgaben schon im Vorfeld zur Vorlesung an und dann besprechen wir Lösungen und ich habe nochmal Aufgaben mit dabei. Und ich versuche halt die Vorlesung so vielfältig wie möglich zu gestalten und mal so durchzuführen. Und ja, also ich habe jetzt keine sehr negativen Erfahrungen gemacht. Also manchmal funktioniert das nicht so gut, wenn ich keinen so guten Tag habe oder mit den Aufgaben nicht so rund läuft. Aber in der Regel funktioniert es eigentlich relativ gut. Würde ich sagen. Aber vielleicht guckt ihr auch ein Studio aus meiner Veranstaltung zu und dann kann er gleich mitkommentieren. Olaf, der Zerstörer. Man darf am Anfang natürlich noch eine Frage, Reihe an Fragen stellen. Ja, klar. Also am Anfang ist natürlich immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen und ich sammle sozusagen am Anfang noch Fragen aus der Vorbereitung, die wir kurz gemeinsam klären. Und dann habe ich in der Regel nochmal neue Aufgaben dabei, die wir zusammen rechnen. Okay, jetzt haben wir hier aber immer noch eine Aufgabe zu lösen. Wir wollen wissen, was die größte Zahl, die ich mit 8 Bit darstellen kann. Und ja, das ist natürlich die, in der jeder Eierkarton gefüllt ist, ne? Also ich habe einen 128er Eierkarton, einen 64er und so weiter und so weiter. So, was ist das für eine Zahl? Naja, man müsste jetzt eigentlich addieren, ne? 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. Kann man machen. Wenn man das ausrechnet, kommt man auf 255. Super gerechnet im Kopf. Na, nee, ich habe natürlich nicht jetzt alles im Kopf so schnell addiert, sondern ich habe einen anderen Weg, wie man schnell rauskriegen kann, was das für eine Zahl ist. Ja, genau. Manche Fragen sind aber auch sehr off-topic. Manchmal Hust, Musikgeschmack, Hust. Ja, klar. Deswegen habe ich ja auch meinen Studis neulich eine Spotify-Playlist mit meinem Musikgeschmack angelegt. Falls ihr Lust habt, da mal reinzuhören,
Outside Martha ist die bei Spotify. Könnt ihr euch, ja, könnt ihr mal reinhören. Okay. Ja, wie kriegt man es einfacher raus? Wenn man, na, ich habe jetzt hier eine Zahl, die bitte aus lauter Einsen. Wenn ich einfach mal folgendes Gedankenspiel mache, was würde denn passieren, wenn ich bei dieser Zahl hinten einfach 1 drauf addieren würde? Ne? Ich rechne jetzt mal die Zahl 1 drauf. Binär. Okay, machen wir mal. 1 plus 1 ist 2. Also 2, ne, das ist ein Übertrag. Habe ich hier eine 1, da eine 0. Dann habe ich hier 1 plus 1 ist wieder 2 auf dieser Stelle. Also wieder 1, 0. 1, 0 ist binär die 2. Ne? Funktioniert genauso wie Rechnen im Dezimalsystem. Nur eben im Binärsystem. Und ihr merkt, das ist immer das Gleiche. Ne? Ich habe hier, kommt immer 2 raus. 1, 0, das heißt 0 hinschreiben, 1 in Übertrag. Überall ist das Gleiche hier. So. Und jetzt dieser Übertrag. Dann ist eine 1 vorne. Was ist das für eine Zahl? Wer sieht, was das für eine Zahl ist? Eine 1 mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nullen hinten dran. Ja, okay. 256, vollkommen korrekt, super. Naja, schon zwei. Ja, genau. Hallo, Dix, Dr. Fixer Sau, wie, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ne? Kannst du nochmal schreiben. 16 mal 16, genau. Also 2 hoch 8, 128 mal 2, 256. So, jetzt wissen wir aber die Zahl, die wir eigentlich haben wollten. Jetzt kommt der Trick, ne? Aufgepasst. Das ist die Zahl, die wir eigentlich haben wollten. Und das ist jetzt umständlich auszurechnen. 1 ist auf 128 plus 64 plus 32 und so weiter. Wenn ich aber mir vorstelle, ich würde einfach 1 drauf addieren, dann komme ich auf eine Zahl, die sehr einfach zu bestimmen ist. Eine 1 mit lauter Nullen hinten dran im Binärsystem, muss ich mir nur überlegen, was für eine Stelle ist das. Das ist 2 hoch 8, 256. Das heißt, die Zahl, die ich eigentlich haben wollte, ist 256 minus 1. 255. Das heißt, die größte Zahl, die ich darstellen kann mit 8 Bit, ist 2 hoch 8 minus 1. 2 hoch 8 minus 1. Ist ja eigentlich klar. Denn mit 8 Bit, wie viele verschiedene Zahlen kann ich darstellen? Gehen wir nochmal ein kleineres Beispiel. Hier. Mit einem Bit kann ich zwei verschiedene Zahlen darstellen. Mit einem Bit kann ich zwei verschiedene Zahlen darstellen. Mit 2 Bit kann ich vier verschiedene Zahlen darstellen. Mit 3 Bit, Entschuldigung, kann ich acht verschiedene Zahlen darstellen. Also hier kann ich 2 hoch 1 verschiedene Zahlen darstellen, da 2 hoch 2, also mit 2 Bit, 2 hoch 2 verschiedene Zahlen, mit 8 Bit, 2 hoch 3 verschiedene Zahlen. Mit n Bit kann ich 2 hoch n verschiedene Zahlen darstellen, und zwar alle von 0. Also jetzt könnte man sagen, wenn ich 2 hoch n verschiedene Zahlen darstellen kann, dann müsste ja die größte Zahl 2 hoch n sein, ne? Also alles von 1 bis 2 hoch n. Aber wir beginnen ja nicht bei der 1, wir beginnen ja bei der 0. 0 ist die kleinste Zahl, die wir darstellen können im Binärsystem in dieser Form. Und dementsprechend können wir alle Zahlen von, jetzt hier ein Beispiel mit 3 Bits, von, Moment, von 0, na, falsche Farbe, so, von 0 bis 2 hoch 3 minus 1 darstellen. Ja? Wir haben 2 hoch 3 verschiedene Zahlen und es sind nicht die Zahlen von 1 bis 2 hoch 3, sondern von 0 bis
2 hoch 3 minus 1. Und dementsprechend kann ich mit 8 Bit 2 hoch 8 verschiedene Zahlen darstellen. Und die größte Zahl, die ich darstellen kann, ist 2 hoch 8 minus 1. Also alle Zahlen von 0 bis 2 hoch 8 minus 1. Ja, gut, jetzt kann man das Prinzip raus, glaube ich. Ne? Jetzt können wir uns den richtig schönen großen Zahlen widmen hier. Also die Aufgabe ging ja weiter. Wie viele Zahlen kann ich mit 16-Bit darstellen? Und jetzt wissen wir natürlich, wir können jetzt 2 hoch 16 verschiedene Zahlen darstellen. 2 hoch 16 verschiedene Zahlen. Frage ist, was ist ein 2 hoch 16? Können wir uns mal kurz überlegen. Ne? Man hat keine so richtige Vorstellung, wie groß das ist. Also wir wissen, 2 hoch 8 ist 256. Das haben wir schon rausgekriegt. 2 hoch 9 ist dann entsprechend wieder mal 2, also 512. 2 hoch 10 ist 1024. Ah, die Zahl könnte man kennen. Das ist sozusagen in der Binärdenkweise das Kilo. Ja. Ist also nicht 1000, sondern 1024, weil 2 hoch 10 eben 1024 ist. 2 hoch 11 ist demnach 2048. 2 hoch 12, immer mal 2 rechnen, ist ja nicht so schwer. 4096, aber jetzt wird es vielleicht ein bisschen schwerer. 2 hoch 13 würde ich es rechnen. Ich rechne mal 4100 mal 2 und ziehe 8 ab. Ne? 4100 mal 2 ist 8200, also 8192. Bitte korrigiert mich, wenn ich in irgendeiner Weise falsch liegen sollte. Okay. Ah, die Lösung wurde Korall mir hat schon gepostet. Ne? Wer interessiert ist, kann schon in den Chat reinschauen. Da steht es schon. Wir gucken trotzdem mal weiter hier. 2 hoch 14. Oh, jetzt rechne ich vielleicht 8200 mal 2 ist 16400 und ziehe 16 ab. Also 16384. So, 2 hoch 15. Na, jetzt können wir vielleicht mal von hinten rechnen, ne? Können es ja schriftlich addieren im Kopf vielleicht an der Stelle. 4 plus 4 ist 8, 8 plus 8 ist 16, 3 plus 3 ist 6, plus 1 ist 7. Dann habe ich hier eine 2, so 22.768, ach nee, Quatsch, 32, ich habe mich verrechnet, seht ihr? Ich habe mich verrechnet. Keiner sagt was. So natürlich. 32.768 und 2 hoch 16, hier eine 6, dann komme ich in eine 1. Ich habe mich, glaube ich, doch verrechnet irgendwo. Ach nee, nicht stimmt. 8 plus 8 ist 16, 1 gemerkt, 6 plus 6 ist 12, 13, 1 gemerkt, 7 plus 7 ist 14, 15, 1 gemerkt, 2 plus 2 ist 4, noch eine 1 dazu ist 5. 65.536. Ja, das heißt, 2 hoch 16, wir haben 65.536 verschiedene Zahlen, die wir mit 16-Bit darstellen können. Und die größte Zahl, die wir darstellen können, ist 2 hoch 16 minus 1. Die größte Zahl ist 2 hoch 16 minus 1, ist also 65.535. Okay. Jetzt gucken wir mal die nächste an, die wir in der Aufgabe hatten. 2 hoch 32. Also, Entschuldigung, 32 Bit. Ich habe 32 Datenleitungen nebeneinander. Na, muss ich so vorstellen.
Datenleitung, 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 Punkt, 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 Datenleitung. Die hinterste Datenleitung hat die Bedeutung 2 hoch 0. Ja, muss ich jetzt mal einen Stift wechseln. 2 hoch 0. Die vorderste Datenleitung hat 2 hoch 31, ne, als Bedeutung, als Wert, sozusagen als Stellenwert. Und da können es auch 0 und 1er drüber laufen. Das heißt, 32 verschiedene 0 und 1er hintereinander. Ich kann alle Zahlen darstellen von 0, 0, 0, 0, 0, 0, 32 Mal, das ist die Zahl 0, bis 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 32 Mal, das ist die Zahl 2 hoch 32 minus 1. So. Aber was ist denn 2 hoch 32? Gucken wir mal, ob wir das mal... Ja, Korallenmeer hat es schon wieder gepostet. Ja, Korallenmeer ist ganz schnell mit den Zahlen. Dann schreiben wir das mal ab, was Korallenmeer gepostet hat. Ne? Also, das kann man natürlich jetzt nicht im Kopf ausrechnen oder so. Ne? Das gibt man in Taschenrechner ein zum Beispiel. Oder in Google, da habe ich es jetzt eingegeben. Und zwar, ich schreibe es mal ab, 2 hoch 32. So viele verschiedene Zahlen kann ich darstellen. 2, 9, 4, 9, 6, 7, 2, 9, 6. Also, was ist das für eine Zahl? Ne? Also hier haben wir die, ist immer ganz gut, dass sich die immer Dreierpäckchen zu merken, ne? So, hier haben wir die Tausender, hier haben wir die Millionen und dann müssten das die Milliarden sein. Ja? Also 4.294.967.296. Also mit 64 Bit kann ich 2 hoch 64 verschiedene Werte darstellen, klar. Und ja, jetzt funktioniert es wieder. Okay, gut. Keine Ahnung, woran das lag. Bei 64 Bit. Und genau, Korallenmeer hatte ich, das sollte man hinschreiben. Nein, ich habe den Studis erlaubt, habe ich oben geschrieben. Ne? Wenn die Zahlen zu groß werden, dürft ihr auch einfach nur Zweierpotenz hinschreiben. Also mit 64 Bit kann ich 2 hoch 64 verschiedene Zahlen darstellen. Und wir machen uns mal den Spaß und schreiben es aber trotzdem mal hin. Ne? Was ist das für eine Zahl? 2 hoch 64. 1, 8, 4, 4, 6, 7, 4, 4, 0, 7, 3, 7, 0, 9, 5, 5, 1, 6, 1, 5. Was für eine riesige Zahl. Von hinten mal Dreierpäckchen gemacht. So. Was ist denn das für eine Zahl? Ne? Was ist denn das für eine komische Zahl? Ja, schauen wir mal. Also... von hinten wieder. Also hier haben wir die Tausender. Entschuldigung, hier haben wir die Tausender. Da haben wir Millionen, Milliarden, Billionen, Billiarden, Trillionen. Was habe ich denn hier gemacht? Hilfe! Okay. Ich glaube, ich habe die Zahl gerade versehentlich falsch vorgelesen. Ich lese sie nochmal vor. 18 Trillionen 446 Billiarden, 744 Billionen, 73 Milliarden, 709 Millionen, 551.615. So, das ist die Zahl. Okay.
Okay. Die kommt einem vielleicht auch ein bisschen bekannt vor. Also vielleicht kennt ihr diese Sage von dem Schachbrett. Ne? Also, na, irgend so ein indischer König früher, der hat sein Volk drangsaliert und dann kam ein indischer Gelehrter, ein Brahman und hat das Schachspiel erfunden. Ne? So die Sage, weiß ich natürlich nicht, ob das so war, ne? Um dem König klarzumachen, pass mal auf, du brauchst die Bauern, um gewinnen zu können. Ne? Und das war, hat den König also so beeindruckt. Ah ja, klar, Mensch, ich brauche die Bauern, um gewinnen zu können. Hat er ihm einen Wunsch gewährt und der Brahman hat gesagt, er hätte gerne so viele Reis, wie Reiskörner auf ein Schachbrett passen, aber nach einem bestimmten Muster, nämlich auf das erste Feld ein Reiskorn, auf das zweite doppelt so viel, auf das dritte wieder doppelt so viel und immer mal zwei mal zwei mal zwei. So. Und wenn man sich mal so ein Schachbrett vorstellt, dann, na, ich versuche mal ein Schachbrett hier zu skizzieren, schnell. Finde, das ist kein Quadrat, ist aber auch egal, ne? Naja. Okay, ihr wisst schon, ne? So. Okay, also in das erste Feld packen wir ein Reiskorn, also 2 hoch 0. Ins zweite Mal 2, 2 hoch 1 Reiskörner, dann 2 hoch 2, dann 2 hoch 3, dann 2 hoch 4 und so weiter. Und ganz rechts unten ist dann 2 hoch 63. Na? Unten haben wir 2 hoch 63 Reiskörner. Ach Gott, 8 Felder, 64, genau. Wenn hier oben 2 hoch 0 ist, dann haben wir unten 2 hoch 63. Na? 2 hoch 64 nicht mehr, weil sonst bräuchten wir 65 Felder, wir haben aber nur 64. Das heißt, letzten Endes haben wir eine 64-Bit-Zahl und jede Stelle ist mit 1 besetzt. Also wir haben 2 hoch 0 plus 2 hoch 1 plus 2 hoch 2 plus 2 hoch 3 bis plus 2 hoch 63. Und was ist das für eine Zahl? Das ist 2 hoch 64 minus 1. Das heißt, er bekommt eigentlich 2 hoch 64 minus 1 Reiskörner. Und das wären 18 Trillionen 446 Billiarden und so weiter Reiskörner. Also viele Reiskörner gibt es gar nicht. Ne? Also da hat er den König übers Ohr gehauen, weil kein Mensch denkt, dass das so viel ist. Ne? Exponentielles Wachstum haben wir alle während Corona und so gelernt, was das bedeutet. 2 hoch 64 schon eine richtig, richtig große Zahl. Ja, und heutzutage hat man ja 64-Bit-Rechner. Ne? Also ich habe hier einen 64-Bit-Rechner, der zwar trotzdem hängen geblieben ist aus irgendeinem Grund. Okay. Also 64-Bit, das heißt 64 adrige Datenleitungen, wenn man so will, auf denen dann die Informationen fließen. Und ja, da kann man eben jeweils 18 Trillionen und so weiter verschiedene Werte kodieren. Und das ist schon sehr erstaunlich. Okay.